Peter Sloterdijk, der Philosoph, sorgt regelmäßig für Erstaunen und Aufregung. Mit seiner 1999 gehaltenen Rede »Regeln für den Menschenpark« löste er eine heftige Debatte über Eugenik und Menschenzüchtung aus. 2009 schlug er vor, das Steuersystem abzuschaffen und durch eine freiwillige Spendenpraxis zu ersetzen. Und nun sorgen seine Äußerungen zur Flüchtlingskrise für Furore. Sloterdijk spricht in einem Interview davon, die deutsche Regierung habe das Land einer Überrollung preisgegeben und der Lügenäther sei so groß wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Den Medien wirft er Verwahrlosung und zügellose Parteinahme vor. Peter Sloterdijk ist verheiratet und hat eine Tochter. Er lebt in Karlsruhe. Peter Sloterdijk, ich möchte eigentlich ganz harmlos beginnen, unser Gespräch, nachdem schon alles Schlimme angekündigt wurde. Sie haben 2009 ein Buch publiziert unter dem Titel »Du musst dein Leben ändern«. Das ist eine Aufforderung und im Grunde genommen eine Aufforderung dazu zu verhindern, dass es so weitergeht. Sie können sich bestätigt fühlen im Ablauf der Zeit bis 2016. Also das harmlose Beginnen wird uns nicht gelingen, wenn wir den Satz »Du musst dein Leben ändern« an den Anfang stellen. Selbst in seiner am meisten ästhetizistischen Form, nämlich in der Art und Weise, wie er bei Rainer Rilke in einem berühmten Gedicht »Archaischer Torso Apollos« aus den neuen Gedichten vor 1910 aufgetaucht war, hat er eine ungeheure invasive Energie. Die Idee ist, ein Mann besucht die antiken Sammlung des Louvre, da trifft er auf einen Torso aus der klassischen Zeit, nicht archaisch, Arme und Beine abgeschlagen, alle anderen hervorstehenden Teile ebenfalls der Verwüstung durch die Zeit unterlegen. Der Betrachter hat aber dennoch das Gefühl, dass aus diesem Stein eine Emanation, eine Ausstrahlung von Virilität, Autorität und Energie ausgeht, der er als schwachleibiger Mensch einer Spätkultur nichts entgegenzusetzen hat. Und dann hört er den Stein reden: Du musst dein Leben ändern. Ist das also, es ist ein kraftvoller Aufruf. Warum haben Sie sich zu diesem kraftvollen Aufruf entschieden? Ist unsere Gesellschaft so ein Torso zum Beispiel, dem Sie sagen oder von dem Sie spüren, er muss sein Leben ändern, vielleicht will er es sogar? Ich glaube, alle spirituellen Systeme der Vergangenheit, die sogenannten großen Religionen, sind heute auf uns in einer mehr oder weniger torsoartigen Gestalt überliefert worden. Auch meistens ohne Arme, Beine, Kopf und übriges Hervorstehendes, haben aber dennoch noch eine autoritative Energie, die für zeitgenössische Menschen attraktiv wird. Was war denn, wovon ließen Sie sich provozieren zu sagen, das ist ja, es gibt von Hessel ein Buch, das auch, sein letztes, das auch aufruft, die Dinge in die Hand zu nehmen. Ich sehe das auch in dieser Tradition. Dahinter steckt ja vielleicht sogar ein Stück Verzweiflung. Es muss etwas geschehen. Ja, die Verzweiflung ist eigentlich so alt wie die Hochkultur. Denn der Satz, du musst dein Leben ändern, ist auf eine etwas kryptische, meist auch etwas versteckte Weise allen großen spirituellen Bewegungen der jüngeren Menschheitsgeschichte seit 2500 Jahren inhärent. Der Buddhismus hat den Menschen den Vorschlag gemacht, das Haus zu verlassen. Das ist eine starke Metapher dafür, dass man aus dem Weg der Gesellschaft ausbricht und sich auf den Pfad der Weisheit begibt. Die Stoiker im Westen haben ähnliche Vorschläge unterbreitet. Das Christentum ist eine einzige Desertion von der gewöhnlichen Lebensweise geworden. Wurde zwar wieder eingefangen von einer Art volkschristlichen, gegenläufigen Interpretation, ist aber in seiner Grundstruktur eine Himmelfahrtsreligion, ein Ausstieg aus den gegebenen Verhältnissen. Und überall dort, wo Ethik auf größter Höhe verhandelt wird, ist der Satz, du musst dein Leben ändern, gegenwärtig. Der Einzige, der
die eigentliche Interpretation dieses Diktums expressis verbis im Untertitel eines Buches hingeschrieben hat, war Friedrich Nietzsche, als er seinen Also sprach Zarathustra mit der Unterzeile herausbrachte, ein Buch für alle und keinen. Denn das ist genau die Struktur, die große ethische Systeme haben. Sie wenden sich an alle, aber noch an keinen, weil der Mensch, der es befolgen kann, noch gar nicht da ist. Und in dieser Spannung wird Menschheit erzeugt. Das heißt, die Menschen werden eingeladen, über sich hinaus zu, werden eingeladen, über sich zu, hinauszuwachsen. Und sie werden nicht dort abgeholt, wo sie sind, sondern sie werden vom ersten Augenblick an restlos überfordert. Nur der Teufel holt die Leute dort ab, wo sie sind, und bringt sie dann um die Ecke. Aber die eigentliche moralische Ansprache war immer die eine schneidende, sozusagen vom Himmel senkrecht herabfallende, blitzartige Überforderung. Und ich denke, hiermit haben wir es auch heute zu tun, denn die Herausforderung, vor der die Menschen heute stehen, hat ebenso viel Beispielloses wie die Situationen, in denen sich die Reichsmenschen im alten Indien, im alten Ägypten, im alten Nahen Orient, als die sogenannten Religionen entstanden sind, ebenfalls befunden haben. Die Menschen heute müssen zum ersten Mal lernen, Koexistenz in der Größenordnung von 8 Milliarden Individuen zu praktizieren. Das kann niemand, das hat uns auch noch niemand beigebracht. Und auch die bisherigen universalistischen Denk- und Weltinterpretationen zeichnen sich durch so eine Unbeholfenheit und durch ein linkisches Danebenreden aus. Man polemisiert heute gegen diejenigen, die ein Gefühl oder ein Gespür für die Ungeheuerlichkeit der Aufgabe im Ganzen haben und möchte diese gerne mit reaktionären Positionen aus der europäischen Vergangenheit gleichsetzen. Aber in Wahrheit haben wir die Situation noch gar nicht richtig analysiert und man kommt bereits mit irgendwelchen Links-Rechts-Unterscheidungen aus dem 19. Jahrhundert wieder dahin. Ich möchte ganz bei Ihnen bleiben zu Beginn. Diese Aufforderung, Sie sagen es selbst, letztlich ist sie eine Überforderung, die Aufforderung, das Leben zu ändern. Sie beinhaltet ja auch den Glauben, dass wenn alle ihr Leben ändern, wird es besser. Also es läuft über den Menschen, über etwas, einen heroischen Akt des Menschen, könnte man eigentlich sagen. Haben Sie denn Ihr Leben in dem Sinn, wie Sie es meinen, geändert mal? Oh ja, ich meine, ich komme ja aus Verhältnissen, in denen ich verblieben wäre, hätte ich es nicht geändert. Ich bin aus sozusagen halbvaterlosen familiären Zusammenhängen hervorgegangen, habe mich auf eine bestimmte Weise durch das deutsche Gymnasium hindurch geschwindelt mit gutem Erfolg, habe meine Studien gemacht, habe einen Lebenslauf begonnen wie 10.000 andere in meiner Generation. Aber es gab einen Einschnitt, der schon im Sinne einer Richtungsänderung bedeutsam wurde. Ich habe mich einmal sozusagen einem indischen Abenteuer ausgesetzt und habe Einfluss aus einer völlig anderen Kultur auf mich einwirken lassen. Die war, wie ich heute weiß, so ein Gemisch aus Hinduismus und Kalifornien. Also ich war vielleicht gar nicht nur in Indien gewesen, als ich in Indien gelebt habe, sondern zum Teil auch an der amerikanischen Westküste. Das war ein Amalgam, das aber sehr stark gewirkt hat. Und für Menschen, die aus der deutschen bleiernen Zeit hervorgekommen waren, wäre das, als ob man plötzlich den blauen Himmel sieht und über dem blauen Himmel noch einen zweiten und einen dritten. Also das war eine wirkliche Entdeckungsgeschichte. Und das war Ändern des Lebens. Das ist ja eigentlich untypisch. Sie haben 1968 mit dem Studium begonnen. Sie wären eigentlich rein von der Zeit her der absolut typische 68er. Aber eigentlich waren Sie nie ein typischer 68er. Hatte das mit
dieser Emanzipation zu tun. Sie sind auch hineingewachsen als ein Denker in der Zeit, als Sie jung waren, der Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer, auch dann Habermas, das war ja quasi der Nachfolger. Das war doch eine ziemlich linke Denkhegemonie, der Sie eigentlich ausgewichen sind. Nicht wirklich. Ich war vollgesogen mit all diesen Elementen. Aber ich hatte schon zu jener Zeit mehr Heinrich Heine gelesen als Karl Marx. Beziehungsweise ich fühlte mich in Heines Welt wohler als in diesen dogmatischen Bezirken des damaligen akademischen Marxismus. Es kam hinzu, dass ich, wie wir alle in unserer Generation, die merkwürdige Doppeldeutigkeit von Adornos Botschaft nicht haben durchschauen können. Denn das war ja im deutschen Curriculum und überhaupt in der deutschen Geistesgeschichte nicht vorgesehen, dass ein Hegelianer in der tiefen Struktur eigentlich noch mehr ein Nietzscheaner ist als Hegelianer. Er hat in der Feinstruktur seiner Argumente ständig hegelianisiert, was übrigens eine vorzügliche Methode ist, immer recht zu behalten. Aber aus den Seitenbotschaften, aus den Fugen und Ritzen im Text ging doch hervor, dass seine noch stärkere Inspiration auf Nietzsche und dessen ästhetische Theorie zurückzuführen war. Im Übrigen hätten wir bloß seinen Modus Vivendi etwas genauer studieren müssen, dann hätten wir gewusst, dass ein reiner Hegelianer nie im Leben jahrzehntelang im Sommer während der Semesterferien auf das Waldhaus von Sils Maria fährt, um dort seine Sommerfrische zu verbringen, nach guter großbürgerlicher Tradition. Ich möchte, wenn Sie mir hier schildern, Ihre Anfänge, auch wie Sie das durchschaut haben oder wie Sie es erahnt haben bei Adorno, ich möchte noch mal zurückblenden. Sie haben gesagt, Sie kommen aus ganz eigentlich Verhältnissen, die all das nicht vorausgesetzt haben oder auch nicht befördert haben. Aber irgendwo müssen ja Gaben sein. Eltern geben etwas. Eltern geben etwas. Bei Ihnen war ein Großvater, der eine Bedeutung hatte. Ich möchte noch kurz, wie Sie das im Rückblick sehen, wo haben Sie etwas von Ihrer Gabe gekriegt? Wie haben Sie das ganz früh erfahren? Ich behaupte, man muss es ganz früh erfahren, damit es nachher überhaupt aufblüht. Ja, also mir scheint eines ganz klar zu sein. Das väterliche Erbe wurde in meinem Fall durch die Familienkonstellation weitgehend blockiert. Also, sofern ich von ihm etwas bekommen habe, im Sinne einer frühen Übergabe, da waren das natürlich nur Informationen, wie sie ein sehr kleiner Junge von einem sehr großen Mann bekommen kann. Das heißt, da kommt so eine sozusagen maskulin-barbarische Vibration, also ein Energieerbe, das auf mich in gewissem Maß übergegangen ist und zu dessen Entschlüsselung ich viel länger gebraucht habe als mit vielen anderen Aufgaben und Gaben. Der andere Gesichtspunkt ist völlig klar. Meine Mutter war selber eine Musentochter. Sie hat das Gymnasium besucht, sie hat schon beim Frühstück Homer zitiert oder andere Autoren. Sie hat ja noch das humanistische Gymnasium besucht, obwohl sie dann selber nicht studieren wollte, sondern einen selbstständigen Beruf ausüben, auch um die Familie ernähren zu können. Und dass eine solche Frau einen Musensohn haben möchte, das war in ihrer, wenn so wie Lebensgrammatik, mit ehernen Buchstaben eingeschrieben. Und ich hätte mich einem solchen Programm unter gar keinen Umständen entziehen. Das war die Bedingung? Das war die Bedingung dafür, dass ich sozusagen unter ihren Fittichen nach meinen eigenen Bedingungen aufwachsen konnte. Ich durfte dieses Programm nicht enttäuschen. In diesem Alter wusste ich auch noch gar nicht, was Programme sind. Ich hielt das einfach für eine
Lebensselbstverständlichkeit. Und sie hat auch die Tür zur Bildungswelt dann sehr weit aufgehalten und hat mich dann zum einen gefördert, zum anderen in dieser Sphäre fixiert. Und wenn ich jemals daraus ausgebrochen bin, dann hat das mehr damit zu tun, dass ich dann in meinen 20ern und 30ern Dinge nachgeholt habe, die ich damals versäumt habe. Die liegen eigentlich mehr auf der Ebene des Vitalismus, des Sportes, der sozusagen dieser jugendlichen, tänzerischen, dionysischen Komponente. Das ist mir heute sehr fremd geworden. Ich würde heute eine Diskothek keine 10 Minuten mehr ertragen. Aber das war damals auch ein Milieu, das in einem deutschen... Man könnte auch sagen, Sie waren auch ein ganz normaler Junge. Ich nehme das doch an. Ja. Ja, man muss das ein bisschen darstellen. Aber ja. Wenn ich jetzt sagen würde, ich erfahre Ihr Denken über Ihre Bücher als eine Art, ich glaube, das ist Hannah Arendt Zitat, Denken ohne Geländer. Würden Sie sich auf diesen Begriff einlassen? Ohne weiteres, ja. Und das ist ja eigentlich, ich will noch ein Wort hinzusetzen, das ist ja gewagt, das ist ja ein Wagnis. Das intellektuelle Debatten laufen sehr stark bis heute in vorgegebenen Kanälen. Das haben Sie nie reingehalten. Sie wagen etwas. Es gibt auch bei Wedekind den Satz, das Leben hat kein Geländer. Das ist fast schon so etwas wie eine Unternehmensphilosophie. Bei Hannah Arendt wird das auf die Sphäre des Denkens bezogen. Und eine Äußerung wie diese gilt vor allem für solche Autoren, die sich nicht nach den Sprachspielen einer ganz bestimmten Schule einrichten lassen. Das nennt man ja neuerdings mit einem Ausdruck, der aus dem französischen Manierismus zu uns gekommen ist, einen Diskurs. Ja. Diskurse sind Ordnungen, in denen man Sachen so sagt, wie man sie sagt. Deswegen man in Diskursen in der Regel eine sehr hohe Art, sehr hohen Grad an Berechenbarkeit voraussetzen darf. Das ist so wie bei mittelmäßiger klassischer Musik. Wenn man 5 Takte gehört hat, weiß man, wie die nächsten 20, klingen. Wenn Sie einen klassischen, in heutiger Zeit verfassten Diskurstext aus der Feder eines Germanisten, eines Soziologen, eines Politologen oder wer auch immer lesen, Sie können nach 10 Zeilen sagen, wie der ganze Aufsatz laufen wird. Das ist reines Geländerdenken. Und das geländerlose Denken ist eben eines, das sich selbst immer wieder daran erinnert, dass das Denken auch in einer nicht diskursiven Beweglichkeit zu sich kommt und dass das Abspulen von diskursiven Programmen eigentlich das Gegenteil dessen ist, was man als Denken bezeichnet. Daher gehört ja auch dieser enorm provokative Satz des späten Martin Heidegger auf dasselbe Terrain, wenn er einmal sagte, die Wissenschaft denkt nicht. Man könnte auch mit gutem Grund sagen, warum. Er sagte, weil sie immer nur rechnet und rechnet kein Denken ist. Man könnte aber auch sagen, mit dem Sprachspielargument, mit dem Diskursargument, weil sie immer nur diskursiv verfährt. Und die Diskurse sind ja nichts anderes als syntaktische Fahrpläne, nach welchen die Gedankenzüge auf festen Schienen über die Seiten rollen. Sie hätten sich auch in solchem Denken einrichten können. Das ist ja das Allgemeine, das Erwartete. Wie kommt es, dass Sie wirklich den anderen Weg gewählt haben? Sie setzten sich damit auch aus. Man setzt sich aus, wenn man abweicht. Ich glaube, dieses Diskursive, man sieht das ja auch in politischen Debatten. Man weiß, bis wo jemand zugelassen ist. Wenn er dann darüber hinausgeht, dann verfällt er schon der Ächtung. Also warum haben Sie das auf sich genommen? Lag das in Ihrer Natur, in Ihrer Art? Haben Sie das irgendwo erfahren?
Es ist ja letztlich auch ein Erfolgsrezept. Sie haben vorhin von einem Geschäftsmodell gesprochen. Sloterdijk denkt so frei, dass man sagen kann, das ist geradezu ein Geschäftsmodell. Dieses völlig freie, manchmal auch mäandernde Erfahren, Erdenken, Erformulieren von Dingen. Also unter dem Geschichtspunkt Geschäftsmodell habe ich im Jahr 83, 84, 85 einen schweren Fehler begangen. Ich hätte einfach für die nächsten 30 Jahre nur die Fortsetzungen der Kritik der zynischen Vernunft schreiben sollen. Das heißt, ich hätte mich selber als einen leicht wiedererkennbaren Autor präsentieren sollen, der an einem einmal erfolgreichen Team keine Neuaufstellungen und Umbesetzungen mehr vornehmen. Das ist Unternehmensberatung klassischer Schule gewesen. Aber in dieser Hinsicht war ich leider kein gut beratbarer Klient. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich als nächstes einen Roman schreiben wollte. Der kam unter dem Titel Der Zauberbaum heraus und erzählte eine Art fantastische Vorgeschichte der Wiener Psychoanalyse in der Gestalt des animalischen Magnetismus. Also diese neue Kunst der Nervosität, die am Ende des 18. Jahrhunderts in Wien und in Paris Furore gemacht hat. Und die später auf den Jahrmärkten geändert ist unter dem Namen Hypnose. Mir schien das ein sehr reizvolles Unternehmen zu sein. Es ist in meinen Augen ein schönes Buch geworden. Das Publikum hat es auch als solches akzeptiert. Wir haben immerhin im Laufe der Jahre 80.000 Exemplare von diesem Buch verkauft, ohne dass es jemals zu einem besonderen Bestseller-Status gelangt wäre. Der strategische Fehler, wenn man so will, unter dem Gesichtspunkt des Geschäftsmodells bestand darin, dass ich nicht fortgefahren habe mit dem bestehenden Erfolg, sondern etwas ganz anderes gemacht habe. Und so auch wieder mit dem nächsten Buch, das dann über Nietzsches Unterscheidung von apollinisch-dionysisch gehandelt hat. Dann kam ein seltsames Buch mit dem Titel Weltfremdheit. Da wusste überhaupt kein Mensch mehr, woran er mit diesem aus der Art geschlagenen Autor sein soll. Und so ging es eigentlich weiter dahin. Das einzige verbindende Merkmal meiner schriftstellerischen Aktivität war, siehst du, dass es immer so eine Art Breitwinkeloptik gab und eine Breitwinkelrealismus. Ich wollte immer gerne sozusagen, dass, soweit man das mit vorne gelagerten Augen machen kann, ich wollte so viel wie möglich vom Panorama sehen. Nicht unbedingt, indem man sich umdreht, aber indem man so nach links und rechts schaut und ein sehr weites Feld vor sich hat. Und dann lebt bei mir auch das Realitätsgefühl auf, nicht? Und ich habe einmal in einem Stück intimerer Prosa geschrieben, dass bei mir so um die Mittagszeit das Gehirn arbeitet wie die Fernschreiberzentrale der UNO. Das ist eine technisch überholte Metapher, weil man dort in der Zwischenzeit auf andere Technologien umgestellt hat. Aber was ich damit sagen wollte, dass es bei mir immer so einen starken Überhang der Rezeption gegeben hat, dass ich immer sehr viel reingelassen habe, einen großen Durchsatz hatte. Und sozusagen vom einen Ende des Spektrums bis zum anderen, also alle Farben sehen wollte. Könnte es sein, dass ein wunderschöner Satz von Adorno dazu passt? Nämlich die Frage, ich zitiere ihn, ob nicht der Zustand, in dem man sich an nichts mehr halten könnte, erst der menschenwürdigste wäre. Also das ist ja dann eigentlich die Utopie der völligen Freiheit. Man kann sich an nichts mehr halten, also hält man sich an nichts mehr. Ja. Ist das irgendwo auch ein, liegt das auch zugrunde diesem breiten Aufnehmen, diesem Nichts an sich etwas halten, sondern offen bleiben. Ja. Wenn Sie nicht gesagt hätten, dass der Satz von Adorno stammt, hätte ich auch Oscar Wilde
als einen seiner... Das ist ein Kompliment für Adorno. Ja, ja. Ich sehe das auch so. Hätte ich auch Oscar Wilde für einen möglichen Verfasser vermutet. Und bei Oscar Wilde wäre noch mehr auf der Hand gelegen als bei Adorno, dass wir hier, wenn wir solche Sätze machen, uns auf dem Boden sozusagen der freien, kunstvollen Übertreibung bewegen. Ja? Adorno sagt ja auch einmal, ein Satz enthält, oder auch im Bezug auf die Psychoanalyse, nicht? So viel Wahrheit wie Übertreibung in ihr ist. Die Sache mit dem sich an nichts mehr halten, ne, ist natürlich ein reiner Ästhetizismus. Auch diejenigen, die vorgeben, sich an nichts mehr zu halten und im freien Fall zu leben, die haben doch 1003 Leitlinien und Halterungen und Verfügungen an der Hand. Und wenn es auch nur Bekanntenkreise sind, Freundschaften, Gewohnheiten. Kein Mensch kann sich zum Beispiel von der Gewohnheit, er oder sie selbst zu sein, vom einen auf den nächsten Tag freimachen. Man wacht nicht auf und ist ein anderer, sondern man wacht auf und setzt das bisher 68 Jahre lang geübte Ritual des Ich-Selber-Seins wieder in Gang. Und es bliebe eine vollkommene Utopie zu glauben, man hätte nichts mehr, woran man sich halten kann. Und wenn man reden möchte, wie Herr Drewermann, würde man sagen, man hat immer noch die Liebe, die Halt gibt und die Freundschaften und ein paar Lokale, in denen man willkommen ist. Ich möchte Sie fragen nach dem, woran Sie sich halten. Jetzt mal außerhalb der Liebe, des Lokals, wo Sie willkommen sind, und der Freundschaft. Wir leben doch in einer Zeit, in der man tatsächlich, ich sage jetzt Mann, ich auch, das Gefühl überkommt einem, man kann sich wirklich an nichts mehr halten. Und es ist eine große Problematik. Menschen wollen sich an etwas halten. Ich meine das jetzt im ethisch-moralischen Sinn oder im politischen Sinn. Woran halten Sie sich? Was ist das Nicht-Negotiable in Ihrem Denken? Ja, ich gehe von einer Urszene aus, die Plato mehrfach beschrieben hat und die er an einer bestimmten Stelle als die Gigantomachie bezeichnet hat. Also das heißt, es ist eine Art von Krieg oder eine Titanenschlacht in der Welt. Wenn man die gesehen hat, dann ist man in sie schon auch kombatant verwickelt. Das ist ein Gedanke, den Nietzsche später entwickelt hat. Er sagt, es ist aber der Zauber dieser Kämpfe, dass wer sie sieht, sie auch selber kämpfen muss. Diese Gigantomachie beginnt damit, dass Plato und die Seinen, also die Ideenfreunde, die man später die Philosophen nennt, die vollkommene ontologische Ernsthaftigkeit von Ideen begriffen hatten. Zahlen, geometrische Figuren, die Frage der größten Zahl, die Frage der Zahl Pi, die pythagoreischen Probleme, die ganzzahligen Proportionen in der Musik, bei der Teilung des Monochords. Also alles, was diese archaische Mathematik der Europäer hervorgebracht hat, einschließlich bis zur Summe der Winkel im Dreieck, die immer 180 Grad ergibt. Und wir wissen nicht, warum. Das ist die ganze euklidische Welt. Das sind logische Entdeckungen von einem ungeheuren kristallinen Härtegrad, da kann keine menschliche Erfahrung dagegen an. Diese Entdeckung, das Denken in der Welt ist, ja, erst in Form von primitiver Mathematik, später auch in Form von etwas freieren oder nur wahrscheinlich klingenden Argumentationen, das hat die Welt so in einem so ungeheuren Ausmaß verändert, dass seither eben diese Infiltration, oder man könnte fast sagen, diese Einwanderung aus einer unbekannten Sphäre, Einwanderung von Wahrheit
in die Menschenwelt stattfindet. Kann man auch sagen, Subversion? Es ist auch Subversion, weil der Mensch natürlich damit seinen, er lernt auch seinen eigenen bloß sinnlichen Eindrücken nicht mehr allzu sehr zu vertrauen. Das ist auch eine alte Völkerschlacht zwischen dem logischen Argument und der Wahrnehmung. Ne? Mathematik und Wahrnehmung ist ja auch so ein kleiner, subkutaner, aber nie erloschener Weltkrieg im Gang. Nicht wahr? Es gibt die Algebra, bei der man sogar die Zahlen weglässt, und es gibt die Welt der Farben und Formen, und das Ganze geht noch nicht richtig aufeinander zu. Und ich glaube, daran kann man sich orientieren, wenn man aus einem Beruf kommt wie dem meinen. Also wenn man als Philosoph nimmt man zunächst mal eben Partei für die Universalien. Für die Ideen, für das Universal, das Universelle. Wir sagen, das gibt es. Und das dringt in die Welten ein, und das revolutioniert das gewöhnliche Dasein. Das kann man seit der Renaissance bei uns sehr gut sehen, sobald diese Allianz der Wissenschaft mit der Technik passiert ist. Ja. Die Maler haben das gewissermaßen als Übergangshybride, als Mischwesen und Monstern antizipiert. Leonardo ist nach wie vor das heilige Monstrum der Moderne, weil er sowohl auf der Seite der Mathematik wie der Erscheinung sein konnte und wollte. Aber auf dieser Linie verändert sich die Welt. Und mir scheint, woran wir uns halten können innerhalb dieser ganzen Turbulenz, ist die Überzeugung, dass von der Seite der Wissenschaften her eine relativ kohärente, eine Ordnungsvision angeboten werden kann, die gleicht nicht mehr einer religiösen Weltanschauung. Im Gegenteil, sie widerstreitet in vielen Punkten. Aber sie ist mit einer sozusagen humanistischen Interpretation des Interweltseins verträglich. Sie kann auch tolerant sein gegenüber Mythen und Märchen. Und davon, glaube ich, gehen Europäer bis auf den heutigen Tag mit gutem Grunde aus. Sie sind ein Mensch der Aufklärung, der aber gleichzeitig, es gibt ein Buch von Ihnen, Die schrecklichen Kinder der Neuzeit. Das ist ja ein Buch, das sich mit der Geschichte seit der Aufklärung befasst, inklusive die gigantischen Katastrophen, man kann sagen, gigantischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Einmal sagen Sie, wie aus einer Hoffnung heraus, das Zivilisatorische hat noch eine Chance, ich zitiere frei. Glauben Sie, dass, jetzt sage ich einen Satz, der sehr politisch geworden ist, wir das schaffen? Nicht? Sie haben ja eingegriffen, das kann man schon sagen, das war dann doch sehr politisch in den letzten Wochen, eingegriffen in die Debatte, die Grenzdebatte kann man sagen, in Deutschland, in Europa. Sie sagen, Sie wollen es möglichst breit sehen, aber dort haben Sie gesagt, es braucht Grenzen. Die Grenzen haben auch eine Würde. Die gehören zur Würde der Menschen, dass er in Grenzen sich einrichten kann. Das ist, warum haben Sie diese Notwendigkeit gespürt, zu sagen, da muss ich jetzt Stellung beziehen, und zwar provokativ? Ja, weil die Stimmung im Lande, die nach einem größeren Unfall ist. Es ist so, als ob seit September Millionen Unfallopfer, in diesem Sinne Fluchtopfer, noch unversorgt auf den Straßen liegen. Und das Argument, das man in diesem Zusammenhang anführen kann, ist das eines Unfallarztes. Ja. Das Erste, was Ärzte nach größeren Katastrophen tun, ist, dass sie eine Art von Triage durchführen. Das heißt, sie scheiden die behandelbaren von den nicht behandelbaren Fällen und stellen dann eine Prioritätenliste auf nach der Verfügbarkeit
der Hilfsmittel bzw. nach der Dringlichkeit der Erstversorgung. Ja, also das ist, wenn Sie so will, die Art und Weise, wie ein Unfallarzt zu denken hat. Und das setzt auch ein schweres persönliches Training voraus, weil das ist fast so viel wie höhere Chirurgie. Der Chirurg selber muss ja auch sich in einer gewissen Weise erstmal abhärten, bevor er tun kann, was er zu tun hat. Und ich gestehe Politikern zu, dass sie in einer Situation wie der jetzigen ein wenig mit der Unfallarztlogik sich wappnen müssen und umgehen müssen und dass sie deswegen auch so eine Art von Triage ausüben müssen. Wir hören das ja inzwischen auch aus dem Mund des polnischen Präsidenten oder EU-Präsident Herrn Tusk mit einer verblüffenden Deutlichkeit, indem er zahlreiche Fluchtkandidaten ermahnt, erst gar nicht zu kommen. Ich glaube, da wird die Logik dieses Auswahlgeschehens mitsamt ihrer notwendigen Härte, das kann bis zur Grausamkeit gehen, aber fühlbar. Und die Europäer selber spüren heute, dass die schönen Tage von Aranjuez vorüber sind und dass sie jetzt keine Schönheitspreise mehr gewinnen werden, sondern dass sie das Risiko der moralischen Hässlichkeit in vollem Umfang auf sich nehmen müssen. Vor allem die Deutschen natürlich reagieren darauf. Aber wenn sie schon Don Carlos, ich glaube, es kommt Don Carlos mit Aranjuez nicht, zitieren, sie sagen, die schönen Tage sind vorbei. Aber das Interessante an der Debatte ist, dass es einen ganz erheblichen Teil der bestimmenden Öffentlichkeit, sagen wir mal so, gibt, die sagt, das sind jetzt die schönen Tage von Aranjuez. Die kommen jetzt. Deutschland wird bunter, wird vielfältiger, wird auch weniger deutsch. Also, das sagen Deutsche. Also, es gibt eine ganz andere These, dass das kein Unfall war, dass nicht die schönen Tage vorbei sind, sonst, das bricht jetzt an. Wie sehen Sie denn diese Gegenthese zu ihr? Also, dass einige von denen, die die Flucht zu uns geschafft haben, auch integrierbar sind, in jedem möglichen Sinn dieses Wortes, steht außer Zweifel, sofern sie außer der hohen Motivation auch Lernbereitschaft und gewisse Qualifikationen dabei haben. Das gilt nur für einen relativ kleinen, wenn auch nicht völlig unbeträchtlichen Teil dieser Personen. Alles andere scheint auf die Einrichtung, die langfristige Einrichtung einer Parallelkultur hinauszulaufen. Und mit solchen Parallelkulturen haben die Deutschen bis heute aufs Ganze gesehen eigentlich noch zu wenig konkrete Erfahrungen gewonnen, um sich davon ein angemessenes Bild machen zu können. Natürlich einige Leute, die es in Kreuzberg kennen, einige, die in Bremen oder Bremerhaven in den Problemzonen waren, wissen, was das Wort Parallelkultur bedeutet. Es gibt auch jetzt schon 1 Million Personen, am unteren Rand der deutschen Einkommensverhältnisse, die im Laufe ihres Lebens, ihres rechtlichen Lebens, voraussichtlich keine Berührung mit der Arbeitswelt mehr aufbauen werden. Und es könnte sehr gut sein, dass diese Schichten durch Zuwanderung verstärkt werden. Ich bin ein bisschen aufmerksam, wenn ich solche euphorisch xenophilen Äußerungen höre. Nicht? Denn vor einigen Jahren standen in München in der Nacht, in der man der Bombardierung Dresdens gedachte, Mitte Februar, in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren xenophile Gruppen auf dem Platz mit Transparenten, auf denen stand Bomber Harris, mach es noch einmal. Eben, auf das will ich als in Berlin lebender Schweizer kommen. Das erstaunt mich auch, ich möchte es verklärt haben vom Philosophen. Wie
ist da ein, ich glaube schon, dass da mitschwingt, wir wollen endlich mal die Guten sein, was ja eine ziemlich gefährliche Voraussetzung fürs Denken ist, aber oder sein kann, aber auch irgendwo wie eine Selbstablehnung, um nicht zu sagen Selbsthass. Ja. Gehe ich da ganz falsch? Sicher nicht. Ich meine, Deutschland hat eine ganz eigentümliche psychodynamische Drehbuchkomplikation zu verarbeiten, seit dem Wiederingangkommen eines so zu nennenden deutschen Geisteslebens nach 1945. Es fing an mit dem Stuttgarter Schuldbekenntnis der evangelischen Kirchen in Deutschland, was schon eine bedeutende Geste gewesen ist und hat sich über die fast vorpolitisch eingefädelte Versöhnung mit Israel weiterentwickelt, bis hin zu dem Denkmal für die ermordeten Juden in Deutschland, die auch eine kulturgeschichtliche Singularität verkörpert. Also es gibt einen, wenn man so will, einen ethisch-moralischen Sonderweg der deutschen Psyche, daran kann man, glaube ich, gar nicht vorbeigehen. Auf der anderen Seite gibt es eine riesige Normalisierungsgeschichte, die eigentlich das sozialpsychologische Wunder der letzten 70 Jahre auf deutschem Boden darstellt. Und diese beiden Kräfte, die stoßen heute ziemlich hart aneinander, weil die Neunormalen haben üblicherweise kein Verständnis für die Altaufgeregten, beziehungsweise für diejenigen, die in moralischen Angelegenheiten noch mit einem Doppelsalto ins Lager der Guten sich qualifizieren wollen. Nun gut, dieses Deutschland, wie es Europa hat ja dieses Deutschland akzeptieren müssen und lebt gut damit und eigentlich tolles Grundgesetz Deutschland und vielleicht der Satz von Habermas, ist er von Habermas, der vom Verfassungspatrioten. Ja, den übernimmt er von Dolf Sternberger. Ist ja aber doch etwas für einen, der nicht Deutscher ist oder der von den Eltern noch mitbekommen hat, was Deutschland auch war, beruhigend. Und irgendwo strahlt Deutschland jetzt wie aus, und zwar über intellektuelle Kreise, über die Medien. Wir wollen anders werden. Es kann ja wunderbar werden, aber irgendwo reagiere ich beunruhigt. Wie geht das Ihnen? Schaut auch verächtlich auf dieses Deutschland des Personals, das wir bei Martin Walser in den Büchern finden. Kleinbürgerliches Personal. Mir passte das eigentlich noch. Wie hatten Sie es denn? Also mich erinnert das immer an eine Geschichte, die ich immer bei Andy Warhol gefunden zu haben glaube. Er sagte, alle seine Freunde waren in der Psychoanalyse. Nur er kam sich so beschämend normal vor. Er wollte endlich mal auch die Probleme haben, unter denen seine Freunde alle litten, beziehungsweise zu leiden vorgaben. Daraufhin hat er sich ein Tonbandgerät gekauft und hat dem Tonband alles erzählt, was mit ihm der Fall war. Und am Ende war er in das Tonband so verliebt, dass er behauptet hat, er habe das Tonband geheiratet. Ja, viele Leute verstehen nicht, dass ich, wenn ich wir sage, mein Tonband und mich meine. Das ist eine seiner berühmten Anekdoten. Ich glaube, mit den Deutschen, vor allem mit diesen moralisch aufgeregten Kreisen, geht es ähnlich. Die wollen auch endlich einmal die Probleme haben, die unsere Nachbarländer, die nämlich noch Kolonien hatten, auch haben. Die Deutschen haben ja alle Verbrechen des 20. Jahrhunderts fast enzyklopädisch mitbegangen. Aber eines, nämlich die Verbrechen, die im Zusammenhang mit Entkolonialisierung typischerweise aufgetreten sind, die kommen auf unserer Liste nicht vor. Dafür sind sie bei anderen Verbrechen führend. Bei anderen waren sie in der ersten Liga. Aber
im Umgang mit Ausländern. Ja. Also mit anderen Kulturen? Mit anderen Kulturen insgesamt scheint da ein gewisser Nachholbedarf gewesen zu sein. Es gab auch einen berühmten Spruch in der Münchner Szene in Bezug auf Einwanderer. Liebe Ausländer, lasst uns mit den Deutschen nicht allein. Das ist eigentlich auch ein Satz, der nur aus einem solchen Milieu kommt, in dem ein gewisser Selbsthass noch floriert und der vor allem dieser eigentlich ärgerliche, weil eigentlich doch sehr falsche Brecht-Satz immer noch zirkuliert, der lautet oder so beginnt, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Abgesehen davon, dass der Faschismus keine Schoßfrage war und nichts mit Griechen zu tun hatte, sondern es eine Reaktion auf die Tatsache, dass ein Weltkrieg zu Ende ging und viele Soldaten die Demilitarisierung verweigert haben, weil sie nicht wussten, was sie ohne Uniform in dieser Welt noch anstellen sollten. Und deswegen gab es so einen Überschlageffekt aus den regulären Armeen in die Freikorps. Und die Freikorps waren dann, wenn man so will, die Straßenflanke von parlamentarischen Bewegungen. Das war, ja, das, man muss sagen, präzisiert war das der Nationalsozialismus. Der Faschismus war ja in der Welt, bevor er in Deutschland seine eigene Ausprägung hatte. Übrigens, dieses Buch möchte ich sehr empfehlen, Peter Sloterdijk, Die schrecklichen Kinder der Neuzeit, das ist wirklich eine, dies zu lesen ist, wie soll ich sagen, wie eine Offenbarung. Man versteht Dinge, an die man bisher überhaupt nicht gedacht hat, versteht man hier. Würde ich wirklich empfehlen. Ich habe es toll spannend gefunden. Aber ich möchte noch auf ein anderes Phänomen zurückkommen der deutschen Geschichte. Sie haben, glaube ich, am Anfang von verspätet geredet. Also Deutschland war eine verspätete Nation, in dem das, was wir Schweizer toll wie eine Monstranz vor uns hertragen, nämlich die Gründung eines modernen demokratischen Bundesstaates 1848. Das ist misslungen in Deutschland und es ist eigentlich misslungen bis zur Weimarer Republik und dann ist es nochmal misslungen und wurde dann irgendwo auch von außen installiert. Aber ist da nicht in dieser ein bisschen auch die Verweigerung der westlichen Zivilisation, was es ja gab, worüber ja Thomas Mann Bekenntnisse eines Unpolitischen geschrieben hat, ist die nicht irgendwo und gerade in linken Kreisen immer noch spürbar oder vielleicht sogar wieder animiert, wieder stärker da, dieser Wunsch, diesen Kapitalismus, dieses amerikanische westliche System quasi zum Feindesland zu erklären? Also bis in die 30er Jahre hinein haben sich zahlreiche Intellektuelle auf deutschem Boden nicht ohne Wenn und Aber als Angehörige der westlichen Zivilisation verstanden, sondern als Verwalter einer Mittellage, einer Brückenfunktion zwischen Osten und Westen. Ja, es gab sehr viele solche Brücken. Aber das hört man ja wieder. Die den Blick nach Osten ebenso ernst nahmen wie solche, die nach Westen schauen. Es gehört tatsächlich zu den Merkwürdigkeiten der Rekonstruktion in der Bundesrepublik, dass diese eindeutige, eindimensionale Form der Westintegration gewählt worden ist, weil die natürlich Hand in Hand gegangen ist mit zwei per se, glaube ich, falschen Prämissen. Erstens die Prämisse, dass die ganze deutsche Geschichte ihren Augenblick der Wahrheit zwischen 1933 bis 1945 erlebt, was eine reine spekulative Übertreibung ist. Es hätte alles ganz anders kommen können. Nichts davon war notwendig. Aber in der rückwirkenden Wahrnehmung wird ein übermächtiger Determinationsstrom konstruiert, der durch dieses Nadelöhr von 1933 bis 1945 hindurchgeleitet wird
und ja gewissermaßen wie eine Hypnose, das Land ja. auf diesem Datum festhalten will. Und es kam natürlich eines hinzu, dass mit dem Zusammenbruch des humanistischen Gymnasiums nach 1945 in Deutschland die Bereitschaft, an einem wirklich breiten Bildungskonzept teilzuhaben, an einem breiten humanistischen Bildungskonzept weiterzuarbeiten, die Kulturen des Ostens in den Bildungskanon des Westens zu integrieren, übrigens auf einem Weg, den der Altmeister in Weimar vorgemacht hatte, als er nämlich die arabische Kultur auch auf einen europäischen Divan einlud. Nicht? Also Bereitschaften in diese Richtung, synthetisch und weltökumenisch zu denken, war äußerst schwach ausgebildet. Jetzt im Zeichen des Ökonomismus, der Geschäfte mit Indien und China und jetzt auch wieder als in Bezug auf Iran der Speichel wieder fließt, öffnet man sich aus ökonomistischen Motiven auch wieder ein wenig nach dem Osten. Aber die große Chance, dass man sozusagen mit einem erweiterten Bildungsbegriff von der deutschen Sondersituation aus Ost und Westen im Sinne einer Brückenkultur aufeinander bezieht. Von dieser Chance haben fast überhaupt keine Intellektuellen Gebrauch gemacht. Könnte das auch ein Schlüssel dafür sein, dass im Moment, es ist besser geworden, ich habe es akribisch verfolgt, auch darüber geschrieben, es ist besser geworden, aber einige Monate lang hatte ich das Gefühl, die Diskussion darf gar nicht breit stattfinden. Also es ist ein Diskurs, aber keine wirkliche Debatte. Und das hat mich getroffen als Journalist. Also, Sie sagen ja, Journalisten müssen immer wissen, dass sie der Dritte sind in der Debatte und nicht auf der einen oder auf der anderen Seite. Sie haben das offenbar auch vermisst. Könnte das der Schlüssel sein? Dass man das nicht mehr geübt ist, ganz breit wirklich zu debattieren. Das Wort Debattenkultur oder Streitkultur klingt in Deutschland immer ein bisschen seltsam, wie aus einer fremden Sprache übersetzt. Und es wird nicht richtig heimisch. Das hat damit zu tun, dass hierzulande Diskussionen sehr schnell eine hämische Dimension und auch eine sozusagen Art Personam-Komponente anzunehmen neigen. Wir hatten lange keine Diskussion, in der gleichzeitig ein Lehrstück über dies, wie zu debattieren sei, übermittelt wird. So müsste es ja eigentlich gehen. Nicht das Theater muss das die moralische Anstalt der Nation bilden, wie es Schiller in einem gewaltigen Missverständnis artikuliert hatte. Aber die Debatte ist die moralische Schule der Nation. Eigentlich angelsächsisch wird uns das vorgemacht, auch französisch. Ist die Debatte offener? Sie haben eine starke Affinität zum Französischen. Prägt das Ihre Anforderungen an die Debatte auch? Also ich lasse mich auf polemische Dinge nur in einem sehr engen Rahmen ein und versuche so zu diskutieren, dass man danach den Gentleman, der argumentiert hat, auch sieht. Ja? Selbst wenn man als Rabauke beginnt, man sollte aus einer Debatte als Gentleman hervorgehen und nicht als Teilnehmer an einem Wrestling-Wettbewerb. Ein Kritiker hat Sie zugezählt, zusammen mit Safranski und Bodo Strauß und Peter Schneider, den zwei Schriftstellern, zugezählt zu den alten weißen Männern.
die nicht verstanden haben, dass die Zeit der alten weißen Männer, insonderheit in Deutschland, zu Ende ist. Was ist auf diese, ist ja eine Metapher, die alten weißen, gehöre auch dazu, zu den alten weißen, nicht weißen, weißen Männern. Ich habe mich immer gefragt, es gibt da keine Schwarzen oder jedenfalls nicht genügend, um die Weißen abzuheben. Aber wie sehen Sie das, dieser Vorwurf, dass irgendwo quasi eine geistige Senilität festgestellt werden muss, die Deutschland nicht mehr weiterbringt, wozu Sie zählen mit Safranski und anderen Geistesgrößen. Wie sehen Sie das? Das ist ja auch das Debatte, das ist Polemik, das ist verletzend. Ja, sicher. Nun gut, wer antirassistisch argumentiert, der muss den Begriff weiß genauso weglassen wie den Begriff schwarz. Im Punkt auf schwarz sind wir, glaube ich, schon ein Stückchen weitergekommen. Wer sich europäische Männer ansieht, wird ja auch erkennen, dass sie nicht weiß sind, sondern, sondern blass. Das ist eine ganz andere Kategorie. Also die Blässe des Homo Europaeus hat mit Weißgesichtigkeit als solchem gar nichts zu tun. Und ich würde dafür plädieren, dass wir diese Form von invertierten Rassismen auch für den Begriff Weiß aus dem Verkehr ziehen. Ansonsten bin ich für Seniorenbeschimpfungen immer offen, denn solange die Senioren es besser können als die Jungen, und dafür spricht doch noch einiges, hören wir uns solche Abmahnungen gerne an. Ja. Es gibt Kulturen in Afrika, in der arabischen Welt, wo ein hoher Kriegsindex besteht deswegen, weil auf einen Arbeitsplatz eines alten Herrn 5, 6, 7 junge, ehrgeizige Kandidaten fallen. Wir leben in einer Situation, wo echte Nachfolger Probleme bestehen. Ich sehe nur mit größter Mühe, ob es irgendwelche Nachfolgekämpfe geben wird für die Plätze, die wir im Augenblick noch ärgerlicherweise innehaben. Ich stelle mir eher eine kulturelle Entwicklung vor, wo man eines Tages sagen wird, die Plätze von Frank A. Meyer oder die Plätze von dem seltsamen Sloterdijk, die sind historisch gesehen eigentlich frei geblieben. Das ist ja wunderbar. Ich nehme das als gewaltiges Kompliment und ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr tiefe Gespräch.